Es kann losgehen und wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Wir, das sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Tag zusammen. Und in der heutigen Partie heißt es Hertha BSC gegen Borussia Dortmund. Was können wir vom BVB heute erwarten, Buschi? Ich bin wirklich gespannt, was in dieser Saison möglich ist. Aktuell sieht es gut aus, dass sie nächstes Jahr im Champions Cup spielen. Das wäre natürlich ein großer Erfolg für den Club. Das dürfte eine tolle Partie werden, oder? Also besser als die beiden heute in Sachen Offensive geht das nicht. Und so werden es die Herthaner heute angehen. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Was erwartest du heute taktisch von ihnen? Ja, sie kommen normalerweise gerne über den enormen Druck, wollen den gegnerischen Spielaufbau von Anfang an stören. Und ich glaube, wenn ich mir das Team heute so ansehe, das wird auch diesmal wieder ihre Strategie sein. Heute ist es fast schon ein ungewohnter Anblick, ein Stadion mit einer Laufbahn zu sehen. Ja, und als Fan bist du es natürlich mittlerweile gewohnt, viel näher dran zu sein. Aber das Olympiastadion hat andere Vorzüge. Das macht diesen kleinen Nachteil auf jeden Fall immer wieder wett. Leiten wird diese Begegnung Harald Fimmler. Kann losgehen. Die Dortmunder Borussia eröffnet das Spiel. Den Ball treibt Aubameyang nach vorne. Weiser. Davy Selke. Kalou. Da passt er auf und geht dazwischen. Jetzt Aubameyang. Das könnte gefährlich werden. Pulisic. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Kalou. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sie versuchen es flach. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Aubameyang. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Julian Weigel. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ja, das ist natürlich nicht leicht, da jetzt durchzukommen. Aubameyang. Da kommt die Hereingabe. Da kommt er raus und hält den Ball. Da ist jetzt Platz. Lecky, ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Jetzt vielleicht der BVB. Jetzt vielleicht die Flanke. Da kommt die Flanke. Da ist er da, den Ball hat er. Und das war alles andere als einfach. Das war ein guter Kopfball. Keine gute Verteidigung. Julian Weigel. Er versucht.
Er war noch dran, gibt Ecke. Ecke kommt rein. Gehalten. Es gibt einen weiteren Eckstoß. Gibt Abstoß. So, und jetzt können wir noch mal schnell einen Blick auf diese großartige Rettungsaktion des Torhüters werfen. Das ist was für Ästheten und ein eindeutiges Signal an den Gegner. An mir kommt keiner vorbei. Scherbrett. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Weiser. Schmelzer. Weigel. Wird das eine Torchance? Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Schelbrett. Aubameyang! Das ist abseits hier von Pierre-Emerick Aubameyang. Das könnte die Chance werden. Davy Selke. Null null zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Relativ unauffälliges Spiel bislang von ihm, oder Buschi? Also er kann sicher mehr. Bisher spielt er keine große Rolle. Jetzt kann es weitergehen. Leider regnet es aber auch nach wie vor. Und den Ball hat er sich geholt. Esswein. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Kalou. Klasse Pass. Und es gibt Abstoß. Wenn ich mir das Wetter so ansehe, bin ich froh, dass wir in unserem trockenen Kommentatorenkabinchen sitzen dürfen. Die Spieler sind nicht zu beneiden heute. Ja, es regnet ordentlich. Vor allem für die Torhüter ist der nasse Rasen natürlich sehr gefährlich, weil der Ball nach Aufsetzern vor allem unheimlich schnell wird. Den Ball treibt Aubameyang nach vorne. Aubameyang, ist es das? Aubameyang! Das ist die verdiente Führung. Die bessere Mannschaft macht das Tor. Verdienter Treffer hier für Sie. Sie haben einfach mehr vom Spiel.
Das stimmt vollkommen, Wolf. Wer sich die Chancen so erarbeitet, der macht einfach seine Tore, ist doch klar. Und wechselt. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Esswein. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Aubameyang macht Druck. Das war zu weit weg, der Schuss ist kein Problem für den Torwart. Sokratis jetzt. Aubameyang. Da verlieren sie den Ball. Davy Selke. Ballverlust. Und das ist der Ballverlust. Kalou. Und jetzt die Chance. Junge, war das knapp. Na, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt. Vielleicht läuft es dann ja besser. Piszczek. Aubameyang. Wird's jetzt gefährlich. Weigel. Vincent Castro. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Schierbrett. Haraguchi. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Fängt diesen Ball ab. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Vielleicht gibt das was. Aubameyang. Da kann er ihn stoppen. Davy Selke. Das Tackling hier von Sokratis. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt nochmal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Jetzt die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Und jetzt Reus. Marco Reus gehört für mich persönlich offensiv zu den besten deutschen Spielern. Was meinst du, Buschi? Sehe ich genauso, Wolf. Ja, es ist schade. Aubameyang, Riesenchance. Brillant gemacht. Sie sind das bessere Team heute und auch dieser Treffer ist verdient. Und da macht er sein zweites Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das 2:0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. 3 Minuten sind's noch. Haraguchi. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gute Aktion. Jetzt vielleicht.
Und da ist der Ball wieder weg. Das macht er stark. Und Aubameyang. Das ist Reus. Schuss von Reus. Stark gemacht. Die Dortmunder mit der Ecke. Sie versuchen jetzt hier ein Stück weit die Zeit runterzuspielen. Was meinst du, Buschi? Naja, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Sie haben das Spiel im Griff und müssen einfach nicht mehr machen. Also kann man es ihnen nicht verübeln. Aus, vorbei, das Spiel ist zu Ende. Und das war's. Sie gewinnen diese Partie und dürften zufrieden sein. Auf jeden Fall, Wolf. Ordentliche Leistung, verdienter Sieg. Weiter geht's.